Hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Info zur neuen Liga. Ja, Grindy Gear Games hat jetzt die Infos rausgehauen, was es mit der neuen Liga auf sich hat. Am 7. Dezember startet die neue Liga, gleich im Kalender ankreuzen. Und so wie es aussieht, hier ist echt viel los. Denn die haben doch das eine oder andere geändert. Also nicht nur, dass es ganz interessante, spannende Inhalte gibt. Nein, sie haben auch das Meistersystem überarbeitet. Den Atlas haben sie überarbeitet. Da wird man mal gucken müssen, was das genau bedeutet. Und ich gehe jetzt zurzeit mal davon aus, und da sind wir auch von den Punkt 0 und Punkt 5 Version eigentlich so ein bisschen, ja, ich sag mal, gewohnt bei Grinding Gear Games. Das sind immer ein bisschen größere Würfe. Und so wie das ausschaut, ist es diesmal auch wieder der Fall. Das Ganze geht am 7. Dezember los und ich vermute mal, dass sich die Inhalte nicht nur auf die Liga, auf die Herausforderungsliga beschränken, sondern dass auch sowas wie die Geschichte der Meister, die überarbeiteten Meister, dass die auch, ich sag mal, Einzug in die Standardliga halten werden. Also da ist auch die Sprache, lest euch das mal in Ruhe durch, schaut euch den Trailer an, da ist auch die Rede von richtig guten, oder ich sag mal im Prinzip, muss man, um weiterzukommen bei den Meistern und weitere Meistermodifikationen hinkriegen zu können, muss man eben bestimmte Herausforderungen erfüllen. Und ich denke mal, dass sie solche Geschichten, also da geht es einmal um den Azuatl-Tempel, da geht es um die Delph, da muss man eben dann bestimmte Sachen machen und dann steigt man auf. Und ich gehe mal davon aus, dass sie dieses Daily Mission System quasi so auf die neuen Meister bringen und ich sag mal, das denke ich mal, wird ganz interessant. Ich hatte schon öfter mal gelästert, dass sie bei den Meistern mal was Neues machen müssen und so wie es ausschaut, haben sie da auch zugehört jetzt und jetzt soll das Ganze losgehen. Ich bin mal gespannt. Ich lasse mich mal überraschen, was da kommt und ihr könnt euch das Ganze jetzt anschauen. Der Trailer ist auch sehr, sieht sehr interessant aus. Schaut es euch an und ich denke mal, da sehen wir uns aller spätestens kurze Zeit nach der Liga. Ich werde da nochmal Info raus und ich muss mal gucken, wie ich es zeitlich hinkriege, aber die wird auf alle Fälle schaue ich sie mir an und man sieht sich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.